komplizierter, wenn du da Bacon und Cheese dabei hast. Aber alles andere ist normal. Okay. Ich mach die Bestellung. Ich mach den Burgerbrater. Ich kann wieder die Teller machen. Ich stell die Teller dann immer hier hin und du bringst sie zum Kunden, okay? Ja, alles klar. Hallo, herzlich willkommen, was darf sein? Wir brauchen zweimal Hamburger, zweimal einmal Cheeseburger und einmal Bacon. Bacon also auch schon. So. Cheeseburger. So. Brauchen die Brötchen? Einer muss sich um die Brötchen bitte kümmern. Carlo, kannst du das machen? Negativ. Ich kann mich auch nicht hier gerade um alles kümmern, das wird gerade ein bisschen... Ja, aber ich bin gerade dabei, Bestellung reinzutragen. Ach so. Ich brauche ganz dringend Brot. Ja, mache ich sofort. Käse muss ja nur hier. Zack. Die ersten Mäuse kommen. Das ist so schlimm. So. Guck mal, wenn du die rausziehst, kannst du einmal alle belegen. Also hier einmal Cheeseburger. Fertig. Einmal. Ja. Was tust du? Ich bediene die Kunden. Bacon, warte mal. Bacon, da kommt noch ein Cheese. Cheese, so, fertig. Und das war. Cheeseburger ist auch fertig. Der steht genau daneben. Jetzt brauchen wir noch einen Hamburger. Das ist ein. Hamburger steht genau neben der Glocke. Wenn wir uns bitte wieder ein bisschen organisieren, dass wir hier einen Grund reinkriegen, das ja, geht wieder alles auf den Tisch. Ich hab wie gesagt den Burgerbrater. Also ich bin nur fürs Braten zuständig. Ein Hamburger Loch, dann ist der erste Punkt. Kannst du bitte klingeln, wenn das fertig ist? Wie machst du das? Art einfach drauf. Oh, das war mal eine kurze Runde. Ja, die Leute waren aber... Hast du eine kurze Runde gemacht, oder? Ich glaube, wir waren zu langsam. Müssen wir noch mal ich weiß nicht. Ja. Wir waren zu langsam. Ja, Ricardo muss am Anfang mitmachen. Nicht erst das Zeug reintragen. Doch, weil du hast nur für 6 Burger hast du alles da. Du musst der Erste oder das Erste, was du machst, raus, bestellen, 2 Leute raus, diese scheiß 4 Kartons über. Ja, okay, dann das Erste, was wir machen, bestellen. Bestellen, okay. Komm, los. Okay, los, ich mach. Ich stell mich schon mal raus. 1, 2, 3, 4, bestellt. Bleibt gleich hier hinten, wir beide nehmen die Ware an. Und Colin muss nun mal am Anfang mit in der Küche aushelfen. Mich Digga, renn doch nicht mit dem scheiß LKW mit. Doch. Warum? Ja, geht schneller. Ach, Quatsch. Alter. Alter, was ist denn jetzt los? Alter, das ganze Bacon liegt am Boden. Aber richtig verteilt diesmal. Bis hinten ins Lager rein. Wir brauchen 2 Bacon Cheese und einen normalen Cheeseburger. Und die ganzen Teller. Ich brauche Patties, Leute, Patties. Unser Bacon wird gerade geklaut. Cheeseburger ist fertig, liegt da. Bacon Cheese.
Leute, ihr müsst jetzt das Zeug darunter tun, sonst ist es gleich weg. Das war ein Cheeseburger, den du mir gegeben hast, ne? Ja. Perfekt, Bestellung ausgeführt. Einmal so, Bacon Cheese. Bacon Cheese. Wolle? Ja. Kannst du vielleicht mit helfen, einmal hier sauber machen? Ah. Nein. Ich muss jetzt hier den Kuchen beliefern. Okay. So, Bacon Cheese. Und nochmal Bacon Cheese. Wunderbar, es gab nur Komplimente in die Küche. Ja, der Vater hat trotzdem nicht gegeben. Leute, ich brauche Bacon Cheese, ich brauche Bacon, Leute. Wo ist der Bacon? Was ist denn jetzt der Bacon? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist stressig hier. Bacon ist bestellt. Bacon? Ja. Perfekt, danke. Oh, Digga, was ist denn das? Bacon, komm. Bacon streichen. Bacon liegt. Und nochmal Bacon. Brauch einen Baconstreifen. Bacon Cheese. Leute. Oh. Ja, Daniel, du kannst dich zwei Millionen Sachen draufpacken. Was? Du kannst dich 2 Millionen Sachen auf den Herd packen. Mach ich doch gar nicht. Verpissen, doch. Oh. Also es ist eingestellt wie immer. Wir waren wirklich tatsächlich einfach nur kacke. Echt? Ja. Ja, weil ich ständig mein Zeug holen muss. Warum funktioniert es denn nicht? Okay, lass uns kurz organisieren. Wer macht jetzt was? Ich kümmere mich um Brot und... Es muss alles auf dem Tisch liegen, wenn ich die ständige Zeit drumherum rennen muss, wenn irgendwas fehlt, auch ätzend. Ja, natürlich. Einer muss braten, der andere holt das Zeug dran. Der Käse steht im Karton Waschbecken immer. Du kannst aus dem Karton raus den Käse holen. Zubereiten kannst du doch eigentlich an der Theke, oder nicht? Was? Ja, das mach ich doch auch. Ich tue an der Theke alles drauf machen. Aber ich brauche alles auf der Mitte. Das bringt nichts, wenn ich einmal drum rumrennen muss, um an den Grill zu kommen und Bacon zu holen. Das dauert alles ewig. Nee, am Grill hast du nichts zu suchen. Genau. Und deshalb müsst ihr alles auf den Tisch legen, der hinter euch steht. Oder beziehungsweise vor mir. Gut. Aber Colin? Ja? Kunden können auch einen kleinen Augenblick warten, oder nicht? Naja, oder wenn die zu lange warten, dann ist halt auch Punktabzug. Ja, das ist klar. Aber dass du vielleicht einmal eine Massenbestellung annimmst und dann vielleicht mithilfst. Das Problem ist, wir haben nur einen einzigen Grill. Dadurch. Du brauchst doch auch nur die Patties und den Bacon machen. Was anderes braucht ihr doch gar nicht auf dem Grill. Ja, es sind aber zwei Sachen. Ja. Also ich bin nicht so gut, dass ich das alles 20 Mal im Griff habe. Ich würde maximal 3 Mal Bacon auf den Grill backen und dann erst runterpacken. Aber die Leute, ich habe gemerkt, die Leute wollen Bacon Cheese und das ist richtig oft da. Ja, Bacon Cheese ist mit Käse, Boulette, Bacon, oder? Boulette und Brot, ja. Ja, siehst du. Also wollen die einmal alles. Ja. Ja. Ja gut, dann nochmal. Wer hat jetzt welche Position? Ist das endgültig geklärt? Ich mache Brot. Ich mache alles. Nein, nicht alles. Du bist am Grill. Und du wirst dich da auch nicht wegbewegen. Gut, da soll ich den Grill machen, Daniel. Ich kann auch den Grill sonst machen. Weil was denn jetzt, hä? Ich mach den Grill. Okay. Du machst den Tellerwäscher.
Nein, du machst die Brötchen und Zulieferer. Du bist fürs Bestellen und Holen verantwortlich. Okay. So, und Felix macht die Bestellung fertig. Ja. Und wenn wir dann zwischenzeitlich Zeit haben, waschen wir noch mit ab. Okay. Was mach ich? Ja, das wie immer. Du musst noch eine Map auswählen. Und hör auf mit dieser scheiß Klingel, das geht mir so auf den Keks. Nein, die Klingel macht Felix, wenn das Essen fertig ist. So, soll ich jetzt was bestellen? Nee, Daniel bestellt. Ich bestelle einmal alles. Gut. Stellung so auf dem Weg. Herzlich willkommen bei Bob's Burgers, was kann ich für Sie tun? Hamburger, Cheeseburger, Bacon, Cheese. Zwei Cheese, ein Hamburger, ein Bacon. Daniel, ich helfe dir jetzt. Die ersten Ratten kommen. Gut. Was ist hier drin? Die Burger Patties. Wo soll ich die Burger Patties hinstellen? Stell einfach bei dem direkt bei dir hin, Ricardo. So. Ja, genau. So. Und den Bacon dann auch. Einfach im Karton lassen, ich nehme es mir aus dem Karton raus. So, hier sind die Brote. Und der Käse kommt rüber in einen Karton. Und es brennt, es brennt, es brennt. Ey, sogar zum Brötchen backen seid ihr zu blöd, ne? Digga, was rennt? Was schmeißt du hier alles runter? Alter, was stimmt mit dir nicht? Hä, wen meinst du? So einiges, aber den ganzen Tisch leer räumen? So. Ey, dieser scheiß Kühlschrank nervt, ne? Bacon Cheese, danke. Kompliment, Bacon Cheese war gut. Jetzt brauche ich zwei normale Cheese und einen Hamburger. Brauch Bacon? Cheeseburger, ja, warte mal, Cheese? Cheese, check. Ich brauch Bacon. Oh, ich bestell neues Bacon. Hamburger hier fertig. Ist auch, hier ist ein ganzer Karton Bacon. Hamburger fertig. Hamburger fertig. Oh, hier vorne am Tresen. Warum steht vorne der Scheiß auf ein Tresen? Ein Cheese brauche ich noch. Nein, die Maus, stopp! Hallo und herzlich willkommen. So, das Bacon. Drei Hamburger, ein Cheese. Cheeseburger. Danke. Oh. Hä? Warum geht das immer so schnell? Das ist schlecht, Alter. Das falsch. Nein. Letztes Mal stand da Timeout und diesmal ist ja nicht. Wir sind completed, also fertig, finish. Mach mal länger. Aber es lief sehr, sehr gut. Wir hatten sehr viel Burgerfleisch. Aber der Bacon gehört bei mir mit an den Grill. Bitte. Ist sofort wieder da? Nein, verboten.